4. Bam, Junge. Oh, oh. Oh, oh. Das gefällt ihm, glaube ich, gar nicht. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyberpsycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video von Ghostwatchers. Ihr seht bereits, wir befinden uns in dem ersten Haus, in diesem Abdammend-Haus. Und ich bin die Kommentare durchgegangen. Erstmal ein dickes Herz für die ganzen Tipps und Tricks. Normalerweise mag ich so Spoiler-Alarm nicht oder so Backseat-Gaming. Aber in dem Fall war es, denke ich, ganz produktiv. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen und ich habe mehrere Tipps bekommen, was ich zum Beispiel mitnehmen soll. Ich habe aber unter anderem auch einen Tipp gehabt, da hat jemand gemeint, der hat die Helligkeit komplett hochgestellt und hat dann, glaube ich, die Fackel in die Hand genommen. Die Helligkeit habe ich jetzt nicht komplett hochgestellt. Ich habe sie ein Stückchen höher gestellt, damit man einfach ein bisschen mehr sieht. Aber ich finde das jetzt hier schon draußen so ein bisschen, ja, ein bisschen unnatürlich. Na, aber bei mir wirkt es auch ein bisschen anders durch die Keylights. Deswegen hoffe ich, dass es so in Ordnung ist. Wie gesagt, nur ein bisschen heller, nicht Maximum, denn dann ist einfach zu überbelichtet. Dann, ein Kommentar hatte ich, da soll ich die große Lampe nehmen. Ich gehe mal stark davon aus, dass es die hier ist. Dazu noch das EMF-Gerät und das Thermometer. Ich habe das Spiel nicht auf Deutsch gestellt. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie... Ich finde es irgendwie angenehm hier auf Englisch, aber vielleicht werde ich das im Nachhinein nochmal umstellen. Dann habe ich auch geschaut, ob es diese fliegende Drohne hier im Shop gibt. Ich kann sie nicht kaufen, wahrscheinlich muss ich dafür erstmal im Level aufsteigen oder sowas. Oder vielleicht gibt es sie auch irgendwo sonst. Dann hat mir auch jemand gesagt, wenn hier dann eine 2 steht, dann hat dieses Gerät den Geist einmal abgehalten. Und ja, so weit kann ich auch schon denken. Wenn da eine 3 steht, sind es 3 Charges. Wenn da eine 2 steht, sind es nur noch 2 Charges. Und eines hat den Geist abgewehrt. So weit kann ich da auch noch denken. Aber schön, dass mir nicht mal das zugetraut wird. Also demnach weiß ich, ich stelle mich doch ein bisschen schlimmer an als gedacht. Und ja, dann natürlich noch Lichter im Haus anschalten. Ja. Alter, dass ich jetzt hier draußen schon das Geräusch habe. Dann wurde auch gesagt, ich soll natürlich schauen, dass ich mir eine Stehlampe kaufe. Da will ich jetzt mal schauen, oder ob ich hier noch eine im Van habe. Ich habe leider nicht so viel Cash, aber die hier soll ich mir kaufen. Aber ich soll jetzt erstmal ganz am Anfang, deswegen gebe ich jetzt schon mal Gas, mit dem EMF-Gerät durchs Haus laufen. Jetzt sehe ich hier ein kleines bisschen mehr. Trotzdem versuche ich jetzt hier die Lichtschalter anzumachen. So, ist jetzt natürlich doof, denn ich müsste jetzt theoretisch schon mal wechseln. So. Upp. Und ich soll den Spiegel verwenden. Dann weiß ich, wo der Geist ist. Und dann ist das Ganze natürlich auch noch einfacher. Aber ganz ehrlich, ich habe Angst vor dem Spiegel. Aber ich versuche jetzt eure Tipps umzusetzen. Ich mache hier ein bisschen Festbeleuchtung an. Wahrscheinlich werde ich gleich vom Geist gejagt. Hallo? Meine Hand kriegt hier einen kompletten Kollaps. So, ein bisschen Licht ist an. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Bewegt sich jetzt wieder der Tisch? Oder was geht hier ab? Nee? Okay. Ich werde doch mal den Spiegel in die Hand nehmen. So. Bitte rasier mich jetzt nicht, gell? Echt jetzt? Das war jetzt natürlich ein wenig kontraproduktiv. Aha, aber ein Dreier. Er geht jetzt wieder ins Haus, oder? Aber ich bin happy. Wir haben einen Dreier. Ja, er ist jetzt gerade hier in der Küche. Wieso schon wieder? Das ist doch voll asozial. Diesmal nach oben. Er mag mich nicht. Okay, ein kleines Gasmaskenkind. Ist ja voll normal. Wie komme ich hier raus? Ist voll normal. Gasmaskenkind, Abmarsch. Okay, ich habe einen Dreier. Ich hatte einen Dreier. Ich habe einen Dreier herausgekriegt. Also, das ist jetzt schon mal ein Erfolgserlebnis. Ich brauche jetzt nur noch meinen Thermometer. So, pupp. Und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es ein Kind ist. Hör auf mit dem Scheiß. Was ist jetzt schon wieder? Aha. Du Vieh. 19. Also Temperatur, vorhin ging es mal runter, aber ich weiß nicht, wie weit es runterging. Aber gut, das mit dem Licht im Haus, das war auf jeden Fall ein glorreicher Tipp. Ja gut, außer er hat das Licht hier explodieren lassen, dann natürlich nicht. Ja, auf mit dem Scheiß.
Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Aber ich gehe jetzt mal raus und trage schon mal den Erstbeweis ein. Gut, das hilft mir nicht weiter, aber die Spaghetti sehen gut aus. Mit Fleischbällchen. Schön. Die nichts dagegen. Wäre jetzt ein schönes Essen. Und vor allem, das sieht nicht so abgeranzt aus wie der Rest vom Haus. Also, wir haben... Thermometer haben wir nichts. EMF haben wir 3. Das würde passen zum Kind. Schauen wir mal, was hätten die hier? 10 bis 25... Ja, doch, das passt auch. Wir haben in so einem Durchschnitt 25 Grad. Das würde passen. Sage ich jetzt einfach mal, Gasmaskenkind. Dann brauchen wir jetzt noch Fußabdrücke und den Partikelcounter. Das wurde mir als nächstes gesagt. Ich soll als nächstes die Voodoo-Puppe und das Pentagramm, Pentagramm sage ich schon, das Vita-Board reinbringen. Und dann gleichzeitig auch schon mal den Partikelcounter rein und schauen, dass der irgendwas aufnimmt. So, die droppe ich jetzt erstmal dahin. Partikelcounter mit rein und die UV-Lampe, damit wir nach Fußabdrücken schauen können. Partikel. Das Radio ist mir jetzt gerade... Wobei, das können wir jetzt eigentlich auch gleich schon mal reindroppen. So, wir droppen jetzt einfach hier alles mal rein. Das Radio auch mit rein. Und dann sollten wir alles drin haben, was wir irgendwie brauchen. Was uns irgendwie weiterhilft. Radio und... Ich mag das Ding einfach. Das hat mir beim letzten Mal geholfen. Wobei... Wenn es ein Kind ist... Okay, dann hilft das nicht. Dann hilft aber das Gerät hier. Das ist schon mal gut. So. Das mit rein. Radio mit rein. Check. So. Aha. Hast du mich gerade angefaucht? Na nee, das war im Radio. Radio hat mich angefaucht. Okay. Dann haben wir Footprints. Das müssten, glaube ich, die Bloodstains sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ah nee, warte mal. Das müssten Baby. Das sind Babyfußabdrücke? Das sind die Babyfußabdrücke. Weil die so klein sind oder warum? Hallo? Bis 500. Wunderbärchen. 10 bis 500 Partikel. 10 bis 500, wunderbar. Ouija Board haben wir hier nichts. Aha, Voodoo-Puppe fliegt. Ouija Board keine Interaktion bis jetzt. Trage ich trotzdem mal hier hin, damit ich das besser sehen kann. Aber die Voodoo-Puppe ist nach oben geflogen. Voodoo-Puppe... Razor Doll, Razor Doll. Sie ist nicht weggeflogen, sie ist nur nach oben geflogen. Also Razor Doll, somit haben wir kaum. Breederboard haben wir noch nichts. Hier hatte ich, glaube ich, Crown. Ah ne, das kann nicht sein. Ich dachte aber, es wäre Crowl gewesen. Na, er hat nicht angeknurrt, oder? Das war einfach nur so ein normaler Sound. Okay, voll normal. Breederboard, Kassen, Interact. Damit müsste es ein Kind sein, das jung ist und Crown. Nein, doch, es bewegt sich. Moves from side to side. Yep. Somit ist es Average. Okay. Also langsam wird hier ein Schuh draus. Die Voodoo-Puppe. Ja. Da ist ein Interact ist nicht der Fall. Frozen Doll. Das wäre, ne, wenn sie bewegt wird. Also nach links, rechts, vorne, hinten. Razor Doll ist, ja. In dem Fall Calm. Und dann war das kein, dann war das aber kein Ground. Da hat er mich nicht angeknurrt. Dann war das nur eine Finte. Okay. Ich würde sagen, es läuft gut. Also eure Tipps haben geholfen, gut. Ähnlich habe ich es ja damals, oder im letzten Video auch schon gemacht, aber da war ich noch ein bisschen zögerlicher, noch ein bisschen nervöser, sagen wir es mal so. Talk to the ghost on the radio. Ja, du, mich auch. Irritate the ghost, bring the curse title. Aha, wir müssen ein Curse... Ah, nein. Ich habe doch alle oben gelassen. Gehen. Where are you? Are you here? Oh, du Fick... Echt, der jetzt schon wieder in den Garten? Serious? Aber zumindest hat er die Licht angelassen. Da finde ich ganz gut. Hier hatte ich den Spiegel. Der Spiegel ist jetzt aber oben. Oh oh. Ich glaube, er mag mich nicht. Die Voodoo-Puppe spielt noch vor sich hin. Das finde ich gut. Hier haben wir eine 2. Erst wurde einmal abgewehrt. Wunderbärchen. So, ich habe jetzt so getan, als ob ich mit ihm rede. Aber es geht mir jetzt nicht darum, um das hier zu erledigen, sondern ich will erstmal allgemein alles erledigen. Dann schauen wir mal. Okay, wir hätten jetzt theoretisch alles erkannt. Wir bräuchten jetzt erstmal die Silberbombe. Dann Move any Curse Toy. Ich muss sie nur bewegen. Ich muss sie nicht Ich muss sie nicht raustun. 5 Lichter anschalten. Heiliges Feuer. Und dann eine Geistfang. Okay, Silberbombe ist das hier.
Dann heiliges Feuer ist wahrscheinlich die Fackel. Okay. Kollegerich, wo bist du? Kollege. Kollege. Hallo? 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 Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Jagt er jetzt gerade? Hör auf, mit mir zu flüstern. Oh. Stier! Bam, Junge! Oh oh. Oh oh, das gefällt ihm, glaube ich, gar nicht. Lauf, 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 lauf. Komm schon, wehr ihn einmal ab. Ich will nicht, dass er schon wieder mit mir flüstert. Okay, ich gehe mal stark davon aus, dass es eine Jagd war. Gehe ich da recht in der Annahme? Okay. Also. Check. Silberbomb abgeschlossen. Move any cursed heute. Ja. Aber zu welcher Location? Hier in dem Van oder? Move any cursed toy on the location. Achso, ich muss jedes einmal nur bewegt haben. Das bedeutet, ich muss jetzt auch das Kuscheltier noch einmal bewegen. Okay. Ich müsste mich eigentlich... Schauen wir mal. Protective. Das heilige Wasser ist noch Protective und die goldene Bombe. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles in der Reihenfolge machen muss. Ist natürlich kontraproduktiv. Nicht schon wieder. Mir gehen langsam die Möglichkeiten aus. Geht einfach hier ins Badezimmer, einfach weil ich es kann. Komm schon. Kommt das jetzt auf mich zugelaufen? Ich muss jetzt hier... Theoretisch muss ich sie hier nur bewegen. Ich muss hier nicht mitnehmen. Das ist überhaupt nicht creepy, das ist voll normal. Achso. So, ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwo in das Kinderzimmer komme. Denn in dem Kinderzimmer war ja... eine Badewanne. Nein, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Hier hinten war das Kinderzimmer. Und hier ist der Spiegel und aber auch der Teddy. So. Okay, das hätten wir. Ab nach unten, der wird jetzt aggro. Ab nach unten, 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 ab nach unten. Okay, erstmal kurz sammeln im Van. Check. Also, das hätten wir. Dann müssen wir 5 Lichter anmachen. Danach müssen wir ihn mit dem heiligen Feuer und dann müssen wir den Pokéball werfen. Okay? Okay. Oh, du... War hier überhaupt nicht creepy. Es ist immer noch da. Geht ihm gleich mal der Bürobator. Okay. 1. 2. Drei. Vier. Again. Gehen die Lichter aus. 5. Okay, dann muss ich das Ding hier auf ihn werfen. Komm mal, Lady. Komm her. Na komm. Sei nicht schüchtern. Was immer du tust, wo immer du bist. Okay, er kommt wieder. Es kommt wieder. Ich werde hier bleiben. Wo bist du? Na komm. Komm her, mein Kleiner. Ich hab Angst, dass es gleich um die Ecke kommt. Okay. Aber ich habe mein Feuer wieder. Ich habe mein Feuer noch. Bam! Wo läufst du hin? Wo läufst du hin? Hallo? Bam, Junge! Ist das cool? Also, Ladies and Gentlemen, danke für eure Tipps, aber bam, Junge! Es ist Zeit für die Schule, Biatch. Okay, unser erster Geist, den wir gefangen haben, ist ein Kind.
Gott, das macht jetzt irgendwie, wäre es jetzt ein Dämon oder ein Vampir oder sowas, dann wäre es cooler, aber ich bin auch mit dem Kind zufrieden. Wir haben ein asoziales Kind mit der Gasmaske gefunden. Aber wir sitzen jetzt hier vor diesem komischen Spielzeug und es geht nicht weiter. Also wenn mir das jetzt nicht angerechnet wird, dann bin ich sauer. Oder so. Aber gut, jetzt ist einiges klar. Dann habe ich beim letzten Video gar nichts getroffen, von dem man sich treffen musste oder erreichen musste. Und man muss es wirklich der Reihe nach erledigen. Schon mal gut zu wissen. Hallo? Entschuldigung, ich würde gern... Hallo? Hallo? Ich habe den Geist gefangen, also, aber hier geht nichts weiter. Aha, jetzt auf einmal. Okay, dann will ich jetzt muss ich mal schauen. Training Base. Jetzt will ich schauen, ob er wirklich da ist, ob wir jetzt dieses kleine Viech gefangen haben. Wo, da. Okay, eigentlich müsste jetzt da unten ein kleiner Kindergeist sein. Was von dem Mann ist. Aha. Bam, der Chai. Ist das crazy. Ich verstehe nicht, wieso dem Kind eine Gasmaske aufsetzen mussten. Gasmaske und Zöpfchen. Aber, Gentlemen, du. Also, Ladies and Gentlemen, ich habe meinen ersten Geist gefangen. Scheinbar war ich wirklich in dem letzten Video schon nah dran, daran, wie ich das Ganze machen muss. Aber ihr habt das gesehen, zu dem letzten Video kompletter Kontrast, deswegen nochmal danke für eure Tipps und Tricks. Hat mir auf jeden Fall geholfen, damit ich zumindest ein bisschen geordneter rangehen kann. Und wenn man geordnet rangeht, weiß, was man zu tun hat und weiß, wie man was einordnen muss, dann schafft auch ihr es, einen Geist zu fangen. Gut, die meisten, die dieses Video schauen, die schon länger Ghostwatcher spielen, werden das wahrscheinlich schon zu Genüge getan haben. Ich kenne auch schon Leute, die haben hier schon alles voll mit allen möglichen Geistern. Aber ich bin happy. Ich habe meinen ersten Geist und vielleicht schaffen wir es, demnächst noch andere Geister zu fangen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.